Moin und herzlich willkommen zur heutigen Spezialsendung von Finanzoptimist. Ich bin hier mit zwei hochkarätigen Gästen am Tisch und magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin jetzt Elas und ich bin Teil des Beach- und Volleyball-Nationalteams Elas Flüggen. Und genau, ich bin der Blockspieler und ich habe meinen Abwehrspieler auch mitgebracht. Schönen guten Tag, Lars Flüggen ist mein Name, wie Nils schon gesagt hat, Beachvolleyballspieler, und wir befinden uns auf dem Weg auf unserer Road to Tokyo, denn wir wollen die Olympischen Spiele in Tokio 2020 spielen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool. Ihr habt da auch gute Chancen, habt ihr mir vorhin erzählt, also von daher, ich glaube da ganz fest dran, aber ihr habt auch eine Sache, die euch noch am Herzen liegt, deswegen seid ihr hier, weil Finanzoptimist ist ja dafür bekannt, was zum Thema Nachhaltigkeit zu besprechen. Was habt ihr denn mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun? Das ist uns über die Jahre, die wir jetzt schon Beachvolleyball spielen, einfach in der Welt aufgefallen, dass da ziemlich vieles aus dem Ruder läuft. Ich sag mal, eine Geschichte ist, dass wir in Brasilien am Strand gespielt haben und wir uns gewundert haben, warum denn niemand hier badet. Wir dann mit den Brasilianern gesprochen haben und die uns erzählt haben, ja, geht bloß nicht ins Wasser, um die Ecke ist der Hafen und da ist noch irgendeine Industriefirma. Wenn du aus dem Wasser rauskommst, musst du erstmal lang genug duschen, damit du dich überhaupt ansatzweise wieder wohlfühlst. Und ich weiß nicht, Nils, hast du noch eine andere Geschichte? Ja, genau. Also wir waren zum Beispiel auch in China und gerade wenn wir ein Turnier spielen, müssen wir gerade in so schwülen Ländern viel Wasser trinken. Und anstatt da große Wassertanks zur Verfügung zu stellen, hat das Turnier und die Turnierleitung uns 0,2, wenn überhaupt, ich glaube, es waren eher 0,1 Flaschen zur Verfügung gestellt, die natürlich alle nicht irgendwie mit Pfand oder recycelbar waren, sondern die danach dann weggeschmissen wurden. Und das war natürlich enorm viel Plastikmüll für, ja, völlig überflüssig für nichts. Also von daher, es gibt einige Missstände, die gerade auch in so einer Maschinerie wie im Sport ja auch sehr häufig dann eben stattfindet. Was habt ihr denn euch vorgenommen? Also seid ihr jetzt schon, also ich sehe nicht, dass ihr in Jute-Säcken rumläuft, sondern ihr seid da vielleicht noch ein bisschen in den Anfängen oder seid ihr schon Profis in Nachhaltigkeit? Wir sind noch völlig an den Anfängen. Es ist leider auch so, dass wir zu den Turnieren fliegen müssen. Das heißt, da machen wir nochmal Todsünden, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Das heißt, wir befinden uns am Anfang und suchen irgendwie Projekte und Möglichkeiten, wie wir diese Nachhaltigkeit irgendwie in unser Business einbringen können. Erste Sache war, dass wir die PET-Flaschen Wasser bei uns zu Hause vernichtet haben fürs Training und nachfüllbar was genommen haben. Aber da sind wir auf der Suche nach Projekten und erhoffen uns irgendwie einen Input, vielleicht von dir oder von wem auch immer. Okay, das heißt, wenn wir jetzt da draußen jemanden haben, der uns jetzt gerade hört, der eine coole Idee hat, wie man euer Sportlerleben noch ein Stück weit nachhaltiger gestalten kann, wie kann er euch denn erreichen? Ich denke, die einfachste Möglichkeit ist über Instagram oder Facebook, unserer Seite am besten folgen, aber es geht auch ohne. Man kann uns einfach eine Nachricht schicken und wenn ihr gute Ideen habt, wie wir da was machen können, immer her damit. Wir würden uns freuen, da irgendwie was umsetzen zu können. Sehr, sehr cool. Also ich bin da gerne ein Teil davon. Ich unterstütze das dann sehr gerne und beobachte auch eure sportlichen Erfolge dann. Seid ihr ja schon Profis, das finde ich sehr, sehr gut. Was wäre denn so euer Wunsch? Also wenn ihr jetzt da drüber nachdenkt, habt ihr das Gefühl, dass man da auch andere Sportler mitreißen kann? Also wie ist es denn in der Szene insgesamt? Also ist es da so, dass die Sportler jetzt eher sagen, mir ist alles scheißegal, oder gibt es da auch viele, die sagen, ach du, hast du so ein Sand, der sauber ist, ist eigentlich auch ganz nett? Ja, es wird natürlich Beachvolleyball, gibt es natürlich viele Teams, die sich ihre Marketingstrategien ein Stück weit ausdenken und dann mehr, gerade Frauenteams, mehr sich knapper anziehen und dadurch mehr Aufmerksamkeit erregen wollen. Aber genau das Thema Nachhaltigkeit ist im Beachvolleyball noch nicht so groß vertreten und deshalb wollen wir da so ein bisschen auch mal gucken, was da so geht, ne? Und ja, darauf aufmerksam machen, als eins der wenigen Teams bisher. Das heißt aber auch gerne natürlich die anderen mit auf die Reise nehmen und dann kann man ja darüber die anderen Nationen, das ist ja ein breites Feld. Also wenn man jetzt in Tokio unterwegs ist, wie viele Teams laufen dann da so auf, aus wie vielen unterschiedlichen Nationen normalerweise? Also bei Olympischen Spielen nehmen 24 Teams pro Geschlecht teil. Das sind ja mindestens mal
12 verschiedene Nationen, weil nur 2 pro Nation dürfen. Und das ist nur das Beachvolleyball. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Athleten überhaupt bei den Olympischen Spielen dann teilnehmen. Also da sind sehr viele Leute und ich glaube gerade auch Thema Sport, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Ernährung schaut, ist auch eine sehr bewusste Ernährung und die, ich denke, da sind gewisse Synergien auch zu erzielen, bewusste Ernährung, die dann auch eine Nachhaltigkeit zeigt. Also ich denke, dass die beiden Themen eigentlich sehr gut zusammenpassen. Das heißt auch da, wenn ihr Tipps bekommen würdet, was man vielleicht irgendwie auch an, wir haben vorhin uns über nachhaltig produziertes Eiweißpulver dann unterhalten, also wenn jemand da einen coolen Tipp hat, was man da verbessern kann, nahrungsseitig, ohne dass die Qualität darunter leidet oder vielleicht sogar besser wird, weil das ja eben auch nachhaltiges, gutes Essen ist, dann sind wir da auch gerne offen für. Und richtig. Das finde ich auf jeden Fall auch einen guten Aspekt. Aber klar, also mich erstaunt das aber tatsächlich, weil ich höre jetzt bei Surfern höre ich halt sehr häufig, dass sie sagen, um Gottes Willen, die Meere und so weiter. Und viele, die was mit plastikfreies Leben machen, sind vorher irgendwie Surfer gewesen. Gerade wenn man viel am Strand spielt, hätte ich eigentlich gedacht, dass es da in den Köpfen noch deutlich mehr vertreten ist. Ja, ich glaube, es fällt vielen auf von den Beachvolleyballern. Aber es fehlt häufig noch der Schritt, eben Selbstinitiative zu ergreifen und was zu unternehmen dagegen. Genau. Okay, na gut, dann bin ich mal gespannt. Also dann werde ich euch gerne natürlich dabei unterstützen und versuchen nochmal ein, zwei Kontakte dann euch zuzuspielen, die uns im Team da unterstützen können. Und freue mich auf eure Erfolge, sowohl im Nachhaltigkeitssektor als auch Team im Sportbereich. Wenn die Goldmedaille kommt, da will ich sie vielleicht auch mal anfassen, mal gucken. Und dementsprechend viel, viel Erfolg dabei. Dankeschön. Danke.